Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder ein kleines Special. Ich bin euer Comic Hunter und los geht's. Und es machen wieder einige Comic-YouTuber mit. Initiiert wurde das Ganze vom Comic-Freak. Und ja, im Prinzip, der Hashtag lautet sozusagen meine Lieblingshelden, DC und Marvel. Ja, und bei mir wird wohl schwer zu erraten sein, wer bei DC wohl mein Lieblingsheld ist, oder? Richtig, Aquaman. Nee, natürlich nicht. Klar, Batman. Nehmt euch also eine Coke, eine Tüte Popcorn, in ungefähr 3 Stunden sind wir fertig. Ja, aber irgendwie heute einen Clown gefressen, oder? So, nein, jetzt Spaß beiseite. Die ganz große Frage lautet, warum Batman? Natürlich, das erste Argument, was eigentlich die meisten anführen, ist, ja, der hat keine Superkräfte, viel Kohle, deswegen cool, macht alles mit seinem Verstand. Aber das mit diesen kleinen Superkräften ist im Prinzip nicht unbedingt das erste Argument, was mir einfällt. Was mir persönlich einfällt, ist im Prinzip sein Intellekt, seine Disziplin. Das ist das, was mich fasziniert. Wir wissen ja, dass er im Alter von 8 Jahren ungefähr seine Eltern durch einen Mord verloren hat und diese Wut und Trauer erst negativ, dann aber positiv kanalisiert hat. Und er hat im Prinzip gelernt, dass kein Geld der Welt im Prinzip seinen Schmerz lindern kann. Und er hat versucht, im Prinzip das Beste irgendwann draus zu machen. Und da ich ja selbst einige Zeit lang Kampfkunst gemacht habe, hat es mich besonders fasziniert, wie viele Skills er sich beigebracht hat. Natürlich die detektivischen zum einen, aber auch kampfkünstlerisch. Er ist ja praktisch Meister in fast allen Disziplinen, die es gibt. Ninja ist er noch obendrauf. Und dann kommt für mich erst im Prinzip die Geschichte mit dem Geld dazu, dass er halt die Möglichkeit hat, diese ganzen Spielereien zu basteln und sie dann auch natürlich zu benutzen, taktisch und intelligent zu benutzen. Und das ganze Geld und das ganze Spielzeug im Prinzip wäre nichts ohne seinen Verstand. Natürlich gibt es auch noch andere Helden, die im Prinzip Verstand und Geld haben. Nehmen wir zum Beispiel mal Arrow. Aber da kommen wir eigentlich zum zweiten Punkt, der mir bei Batman besser gefällt. Die Atmosphäre. Und deswegen bin ich eher von DC bzw. Batman an sich fasziniert und angetan, weil es ist einfach so düster. Gotham ist dreckig, gefährlich. Und ist nicht so wie jetzt bei Marvel, zum Beispiel bei Spider-Man oder sowas, dass es oft bunt ist, trotzdem natürlich auch sehr düster sein kann. Aber dieser Grundton im Prinzip, der sich komplett durch alle Serien und Interpretationen von Batman durchzieht, ist halt dieser düstere Grundton. Und das ist es im Prinzip, ich weiß nicht, vielleicht habe ich so eine melancholische, düstere Seite an mir, ich habe keine Ahnung, aber das ist es im Prinzip, das Feeling. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist einfach das Gefühl, wenn man so einen Batman-Comic, egal ob bei den New 52 oder jetzt Rebirth, den aktuellen, bis hin zu alten, den Frank Miller-Geschichten, oder No Man's Land zum Beispiel, war richtig klasse. Da hat man richtig gespürt, Gotham war zerstört, quasi eine Apokalypse. Und es ist irgendwo dieses Trostlose, aber trotzdem am Ende des Tunnels steht quasi Batman und gibt Hoffnung. Ja, und im Prinzip die Wandlungsfähigkeit ist ein nächster Punkt, der mich an diesem Charakter fasziniert. Fangen wir an von im Prinzip bei Batman Noel, ja, die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die dort von Lee Bermejo verarbeitet wurde. Grandios, müsst ihr euch übrigens reinziehen. Weiterhin zum Beispiel The Return of Bruce Wayne, wo wir dann Batman als Witch Hunter oder als Pirat sehen. Und ich denke, gerade diese Wandlungsfähigkeit und diese Legende, die über allem steht, so Batman stirbt nie und hat immer existiert und wird immer existieren, ist sehr faszinierend. Und unterm Strich steht ja immer dieser Satz, one person can make a difference, also eine Person kann den Unterschied machen. Und ja, das war im Prinzip für mich der Satz schlechthin, der sich bei mir so eingebrannt hat. Und das ist im Prinzip, was Batman für mich ausmacht. Er ist auf alles vorbereitet, immer bereit, immer in Action.
mental, körperlich perfekt trainiert. Und wenn er Fehler macht, dann korrigiert er sie so schnell und so präzise und exakt wie möglich. Natürlich ist er nur ein Mensch, aber er ist schon, sage ich mal, fast schon Übermensch, ne? Also in echt natürlich kann so eine Person nicht existieren, aber das ist auf jeden Fall, ja, Betts ist auf jeden Fall deswegen mein Favorit. Und ein weiterer Punkt, der mich wirklich begeistert, ist die Rogue Gallery. Im Prinzip seine Feinde. Fangen wir bei Joker natürlich an. Bane, Riddler, Scarecrow, alles sehr interessante Persönlichkeiten, Charaktere. Sehr gut durchdacht und auf Papier gebracht. Und die sind einfach, ja, es gibt ja diesen Spruch, ein Held kann nur so gut sein wie sein Feind. Und ja, ich denke, hier trifft es das auf jeden Fall auf den Punkt. Denn für mich ist ja im DC-Universum sind die interessanteren oder die interessantesten Feinde. Aber wirklich die ich genannt habe. Aber sogar gehen wir weiter zu Man-Bat oder Deathstroke. Die haben alle ihre richtig coole Origins-Geschichte. Und sind sehr gut integriert und einfach immer wieder interessant, egal wie oft die wieder auftauchen und auch neu interpretiert werden. Es ist immer echt interessant, das mitzuverfolgen und zu lesen. Und da wir gerade bei Feinden sind, da dürfen natürlich die weiblichen Protagonisten und Antagonisten nicht fehlen. Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn sind natürlich alle mit Grund so gezeichnet und anscheinend falle ich wirklich unter das Beuteschema der Autoren und Zeichner. Aber ist nicht weiter schlimm, denn bei aller Sexiness und so weiter, das sind auch komplette Charaktere. Die sind nicht einfach nur da, um gut auszusehen, wie bei vielen anderen Interpretationen und Comics. Die haben tiefgründige Stories. Gerade bei Catwoman und Batman ist ja dieses Hin und Her immer sehr interessant und das Spiel zwischen, ja, ich sag mal, Erotik und doch Pflichtbewusstsein bei Batman. Und das ist auch sehr, sehr klasse. So, alles in allem, das war's zu Batman. Er ist, bleibt und wird immer mein Lieblingsheld sein. Ja, kommen wir doch jetzt mal zu Marvel. Und da ist es im Prinzip auch sehr klassisch, es ist Spider-Man. Wer das Video Mein erster Comic gesehen hat, weiß weshalb, wieso und warum. Das möchte ich jetzt nicht alles hier nochmal wiederholen. Aber das Interessante war an diesem Charakter, dass er zu der Zeit und noch ein bisschen später näher dran an mir persönlich war. Ich habe Spidey ja noch kennengelernt, als er noch zur Schule gegangen ist, ins College. Und dann wurde er von dieser radioaktiven Spinne gebissen und hat diese Superkräfte bekommen. Und wie er das dann alles geregelt hat, seinen Alltag, natürlich die Beziehungsprobleme mit Mary Jane Watson, Alicia hieß glaube ich auch noch eine, Gwen Stacy, Tante May und natürlich Onkel Ben, der ja leider verstorben ist und das hat ihn auch sehr geprägt. Und ja, diese ganzen Alltagsgeschichten im Prinzip, die mit verbaut wurden, das war echt klasse. Und während ich Batman erst auf dem Schirm hatte, als ich älter wurde, kam Spidey im Prinzip für mich persönlich zum richtigen Zeitpunkt. Da wurde ich erst richtig aufmerksam, wie breit gefächert und toll im Prinzip diese ganze Comic-Szene ist. Und Spider-Man hat mich im Prinzip richtig cool da eingeführt. Es waren die ersten Hefte, die ich ja in diesem Vorläufer von Real, diesem Einkaufscenter, gekauft habe. Und da habe ich mich jeden Monat drauf gefreut. Und es war einfach klasse zu sehen, wie im Prinzip Spidey das alles geschafft hat. Und gerade das ist das Interessante, wie er das alles geschafft hat. Oder immer noch schafft, sozusagen. Heute leitet er einen internationalen Multikonzern. Und früher war es ja noch die College-Tage. Und ja, er muss den Tod seines Onkels verarbeiten. Er muss damit leben, seinen Freunden und seiner Tante nicht die Wahrheit sagen zu können. Und ja, es war echt immer interessant verpackt. Wobei ich allerdings dazu sagen muss, dass viele Gegner, ja, die fand ich jetzt nicht sonderlich interessant. Der einzige, der mir eigentlich immer wirklich sehr gut gefallen hat, war Venom. So im Prinzip Charaktere wie Rhino oder der Geier,
Die waren immer ganz nett, hatten aber für mich nie so eine richtige Tiefgründigkeit. Ich weiß nicht, zu Venom hatte ich dann auch immer ja, eine besondere Beziehung in dem Sinne. Weil da ist, zumindest habe ich das damals so empfunden, das war eigentlich der erste Charakter, den ich bewusst als Villain wahrgenommen habe, der eine richtig enge Beziehung eigentlich mit Peter Parker hatte. Und es ist echt interessant, dass gerade dieses Video heute kommt, denn wir haben ja das brandneue Marvel-Universum und es ist genau jetzt die richtige Zeit, wieder einzusteigen für mich. Das erste Heft von Spider-Man habe ich ja schon gelesen. Und da ich auch so ein bisschen technikaffin bin, freut es mich sehr, dass da er jetzt diesen multinationalen Konzern leitet, auch ein bisschen technikaffiner geworden ist. Also noch mehr, nicht nur durch seine Netzdüsen etc. Aber wie gesagt, die Review kommt noch, da will ich jetzt nicht zu viel vornehmen. Es ist auf jeden Fall erwachsener geworden jetzt, finde ich. Und das ist das Schöne irgendwie. Für mich ist das bei Spidey tatsächlich so, ne? Ich habe am Anfang gelesen, als ich kleiner, jünger war, da haben die Stories gepasst. Und jetzt, es gab eine große, lange Pause bei Marvel für mich. Und jetzt steige ich wieder ein und im Prinzip kann ich jetzt sofort auf Anhieb wieder mit Spider-Man und Peter Parker identifizieren. Und das ist richtig klasse. So, das war's von meiner Seite aus. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dann die Links, wenn sie denn online sind, von den anderen YouTubern, Comics, Team Comics 586, Katz, Elon, Comic Freak und alle anderen, die mitmachen. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Natürlich, wie immer an dieser Stelle, Abo, wenn ihr weitere News zu Comics und Collectibles haben wollt. Da geht's zu den Comics, da zu den Collectibles. Ich bin euer Comic Hunter. Bis zum nächsten Mal.